Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und dieses Mal wieder aus dem Bereich vegane Produkte. Wie es der Zufall möchte, hat sich nach meinem letzten veganen Eiersatz-Video sich noch eine andere Firma gemeldet und hat gesehen, dass ich in dem Bereich getestet habe und haben mich auch gefragt, ob ich ihr Produkt auch gerne mal testen möchte. Entweder war es wirklich ein totaler Zufall oder die Firma ist ein totales Marketing-Genius. Die haben gesagt, hey, weißt du was, wir schicken dir ein Päckchen zu zum Testen, du kannst dich austoben. Und ich habe gedacht, ich habe ja schon einen veganen Eiersatztest gemacht und wollte das Ganze noch mal ein bisschen auch interessanter gestalten. Deswegen habe ich gedacht, ich hole mir jetzt noch zwei zusätzliche Firmen, die auch veganes Rührei herstellen. Die Firma, die mich angeschrieben hat, die nennt sich Scramweg und Scramweg hat sich spezialisiert auf veganen Rührei-Mix. Das Unternehmen ist ein Startup-Unternehmen und ist ansässig in der Nähe von Heidelberg. Das finde ich ganz cool. Gehe ganz kurz auf die einzelnen Verpackungen ein. Am Ende gibt es noch ein richtig cooles Gewinnspiel, also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Und ja, schau mal, was natürlich die ganzen Sachen so hermachen nachher in der Zubereitung und natürlich auch wie immer im Geschmack. Scramweg hat mir hier zwei Tütchen zur Verfügung gestellt. Da sind insgesamt pro Tüte oder pro Päckchen 110 Gramm drin und das sind insgesamt zwei Portionen. Was ich ganz schön fand, sie haben mir hier noch einen kleinen Einleger mit dazu gepackt. Hinten auf der Rückseite steht noch, wie das Ganze zusammengesetzt ist. Das finde ich auch sehr interessant. Ihr wisst es, mattes Design finde ich einfach unschlagbar, weil es einfach gut abzufilmen ist. Finde, das hat irgendwie ein bisschen was Hochwertigeres, gerade im Verpackungsdesign, als irgendwie so hochglänzende Geschichten. Ist natürlich immer Geschmackssache, das ist ja ganz klar. Aber hier haben sie ihr großes Logo oben drauf, haben hier unten noch ein paar Zusätze mit drauf. Ohne Gluten, ohne Milch, ohne Soja und 100% vegan. Wir haben hier einen Zubereitungshinweis und die Nährwerte finde ich auch ganz nice. Wir haben hier auf 100 Gramm Fett 4,7 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 1,5, Kohlenhydrate sind 47,7, also sehr Kohlenhydrate lastig, davon Zucker 1,8, Ballaststoffe 13,2, Eiweiß haben wir 16,6, also im Verhältnis auch relativ ordentlich Protein dabei und 3,4 Gramm Salz. So, die nächste Mitstreiterfirma, das ist Rewe Bio. Und Rewe Bio hat jetzt auch einen Rührei-Ersatz auf den Weg gebracht. Auch, glaube ich, noch gar nicht so lange. Sie haben hier eine andere Verpackung für das Pulver. Vorne relativ übersichtlich. Wir haben insgesamt 47 Gramm Inhalt, also reine Pulverform. Nährwerte pro 100 Gramm. Energie 321 Kalorien, Fett 5,1, davon gesättigte Fettsäure 0,9, Kohlenhydrate 46, davon Zucker 3 Gramm, Eiweiß 19 Gramm, also ein bisschen mehr als von Scramweg und Salz 3,7 Gramm. Ich habe die ganze Zeit einen Hinweis gesucht für die Zubereitung und hier unten ganz sneaky gemacht noch ein Pfeil und dann kann man das nämlich aufmachen und da haben wir dann auch einen Zubereitungshinweis. Firma Nummer 3 ist V-Happy. Die habe ich schon mal gehört, aber noch keine Produkte gesehen. Das habe ich hier, glaube ich, bei Edeka gefunden. Das ist ein veganer Bio-Eiersatz, ideal für veganes Rührei und Omelette. Alle drei Produkte sind übrigens auf Basis von Kichererbsenmehl. Also das wird sehr interessant nachher, gerade was den Geschmack angeht. Wir haben hier auch einen Zubereitungshinweis. Durchschnittliche Nährwerte auf 100 Gramm, 323 Kalorien, wir haben Fett 5,1, davon gesättigte Fettsäuren 0,9, Kohlenhydrate haben wir 46,5, davon Zucker 3, Ballaststoffe haben wir 7,5, Eiweiß 19,1 und Salz 3,7. So, und was ich beim Vergleichen jetzt schon gesehen habe, diese beiden Produkte hier, gerade was Nährwerte und Zusammensetzung von den Zutaten betrifft, sehen sich zum Verwechseln ähnlich und möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl, dass beide eventuell den gleichen Hersteller haben, aber es eventuell einfach unter ihrem Namen vertreiben. Falls ihr da mehr wisst, sagt mir gerne unten im Kommentarbereich Bescheid. In allen drei Produkten muss auf jeden Fall Wasser hinzugegeben werden. Dann wird das Ganze in einer heißen Pfanne gebraten und dann auf jeden Fall zusammen gemischt und zusammengerührt, sodass das alles dann hoffentlich auch ein gutes Ergebnis wird. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze nachher riecht und schmeckt und dann sehen wir uns gleich zurück mit den fertig zubereiteten Produkten. Ja, so,
da sind wir schon wieder. Das sieht alles schon mal ziemlich lecker aus. Ich möchte noch einmal ganz kurz was zur Zubereitung loswerden. So, wir haben jetzt einmal die Ergebnisse von Scram weg. Das sieht alles schon mal ziemlich lecker aus und auf jeden Fall Rührei ähnlich. Ich habe das noch ein bisschen schick gemacht, weil ich da noch ein paar mehr Fotos mache, auch für die Instagram-Seite. Hier ist das Produkt von Rewe. Das hat sich relativ gut verhalten und das auch von Scram weg. Auf dieser Seite hier haben wir das von V-Happy. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Gerade auch im direkten Vergleich. Das von Scramweg hat sich viel schöner zerteilen lassen, gerade auch in der Pfanne. Ja, das von V-Happy, das sah am Anfang gut aus. Sie haben aber in der Zubereitung gesagt, man soll das zerkleinern. Und ich habe auch beim Umrühren gemerkt, dass die Konsistenz hier leider teigartig so ein bisschen sich verhält. Also so wie wenn man einen Kuchen backt und der Kuchen ist noch nicht ganz fertig. Das ist so ein bisschen klebrig gewesen. Ja, und man konnte das irgendwie nicht so gut zerteilen. Aber auch das ist okay. Dafür mache ich ja diesen Test hier, damit ihr wisst, wo ihr später auch zugreifen könnt. Die Produkte von Rewe und V-Happy, die haben nicht unbedingt nach Ei gerochen. Also ich weiß nicht, ob es mich gewundert hat oder ob ich vielleicht damit gerechnet habe. Die riechen in der Zubereitung kalt, wenn man das Wasser hinzugibt und umrührt, genau gleich. Und was mir wirklich positiv aufgefallen ist bei Scramweg, dadurch, dass sie ja auch das Kala Namak als Salz verwendet haben, habe ich sofort, als ich das Wasser mit hinzugegeben habe, diesen schönen Sulfatgeruch in der Nase gehabt. Also das hat schon richtig schön nach Ei gerochen und in der Zubereitung war das auch relativ unkompliziert. So, hier haben wir das Produkt von V-Happy. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen sehen. Also das ist einfach sehr klobig geworden. Die Farbe ist schön geworden, aber ansonsten hat mich das Ergebnis überhaupt gar nicht überzeugt. Es schmeckt sehr neutral, muss ich sagen. Und von der Konsistenz her fühlt es sich an im Mund beim Zerkleinern wie ein noch nicht fertiges Brot. Irgendwie, was noch nicht fertig gebacken ist. Trocken ist es nicht. Jetzt, wo es auch ein bisschen, also man kann das schon fast verkaufen als kleine Schnitzel oder so. Oder? Was sagt ihr? So, die nächste Geschichte ist jetzt von Rewe Bio. Und ich muss sagen, auch von der Farbe her gefällt mir das auch gut. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Das habe ich als Omelett gelassen, weil die Zubereitung es auch so verlangt hat. Also wir haben es einmal gewendet und danach dann nochmal ein bisschen braten lassen. Von der Konsistenz kann man schon sagen, dass das Ganze sich verhält wie ein Omelett. Ein bisschen wie Pfannkuchen auch, weil das ein bisschen fester ist, wahrscheinlich durch die Kichererbsengeschichte. Wenn ich das vegane Omelett jetzt im Mund habe, dann habe ich eher die Konsistenz im Mund wie ein Pfannkuchen. Also nicht so mehr dieses leicht saftige bis vielleicht so ein bisschen wabbelige. Knuspert ein bisschen durch das Braten. Also das finde ich schön. Ein bisschen trockener. So, das letzte Produkt ist jetzt hier von Scramweg. Hier muss ich sagen, das hat sich gut verhalten in der Pfanne. Ist jetzt nicht ganz so gelb-orange wie bei den anderen beiden. Das geht eher so ein bisschen ins Grünliche. Es kommt aber wahrscheinlich daher, weil hier auch Kurkuma mit drin ist. Und deswegen das ein wenig die Farbe ja verändert. Das ist aber nicht weiter schlimm. Es sieht trotzdem lecker aus. Ja, ist ein bisschen anders im Geschmack. Ein bisschen mehr Säure drin. Kommt es ja Ei ein bisschen ähnlicher tatsächlich als die anderen beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat wirklich hier nichts damit zu tun, dass sie mich gefragt haben, ob ich das testen möchte, sondern wie immer teste ich hier wirklich mit 100% eigener Meinung, weil ansonsten wird das Ergebnis ja verfälscht und das möchte ich nicht. Das ist auch nicht das Anliegen so eines Tests. Deswegen das nochmal zur Info. Also die Geschmacksrichtung, die geht eher hier zum Ei wie als bei den anderen beiden Geschichten. So, der Geschmack ist jetzt soweit erledigt. Kommen wir jetzt einmal zum Preis. Was kostet mich der Spaß? Bei Rewe das Eigenprodukt, das kostet pro Packung 1,99 Euro und da sind 47 Gramm drin. Also sagen wir, auf 100 Gramm haben wir knapp 4 Euro. Das von V-Happy, das kostet 1,39 Euro. Da sind 50 Gramm drin, heißt also, das ist das günstigste bis jetzt. Und
das von Scramweg. Das kostet 3,99 Euro, aber hier sind auch 110 Gramm drin. Das heißt, günstiger als das von Rewe, aber geschmacklich auf jeden Fall besser. Der einzige Clou hier bei Scramweg ist, dass die zurzeit in meiner Region hier im Norden noch nicht vertreten sind. Das hoffe ich aber, dass es sich bald ändert, weil ich finde es immer schön, wenn Startups sich ein wenig etablieren können und wirklich deutschlandweit sich auch platzieren können. Das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Zurzeit sind sie in ein paar lokalen Gegenden im Markt erhältlich. Ansonsten lege ich euch ans Herz, wenn ihr das gerne mal ausprobieren möchtet, schaut mal auf deren Internetseite rauf. Ich werde alle Links soweit in die Videobeschreibung tun, damit ihr euch da mal ein bisschen umgucken könnt. Und jetzt komme ich natürlich zu dem schönsten Teil, mein Fazit und zum Gewinnspiel. Also ich muss sagen, rein geschmacklich hat mir von allen dreien wirklich Scramweg am besten geschmeckt. Wie gesagt, das hat rein gar nichts damit zu tun, dass sie mir jetzt wirklich Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt haben, sondern wirklich rein der Geschmack und auch die Konsistenz bzw. das ganze Erlebnis. Danach würde ich einstufen Rewe an Platz 2 und WeHappy vom Bratergebnis wirklich an der dritten Stelle, weil mich da irgendwie gar nichts richtig umgehauen hat. Ich habe mit Scramweg, also mit Marie und Martin, liebe Grüße an euch, jetzt an dieser Stelle einmal gesprochen bzw. geschrieben und habe die natürlich auch gefragt, weil mir die Idee kam, hey, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich ein bisschen Content dazu mache und gleichzeitig wir vielleicht sogar ein Gewinnspiel wieder auf den Weg bringen können. Marie und Martin haben gesagt, weißt du was, du kannst eine Person auslosen, die gewinnt. Und zwar geht es hier natürlich um die Scramweg-Packung. Aber sie haben gesagt, es gibt nicht nur eine Packung und es gibt auch nicht nur zwei Packungen, sondern es gibt gleich drei Packungen, die eine Person gewinnen kann von dem leckeren Scramweg hier mit dem veganen Rührei-Mix. Das werde ich jetzt auf den Weg bringen. Ich werde alle Details nochmal unten in die Videobeschreibung tun. Sobald das Video hochgeladen ist zu dem Datum, ab dem Tag gelten dann 14 Tage bis zum Ende des Tages. Ich werde das Ganze auch nochmal unten in die Videobeschreibung dann nachträglich einfügen, damit ihr Bescheid wisst und ein endgültiges Datum habt, wann die Qualifikation vorbei ist. Und wie immer, um an der Qualifikation teilnehmen zu können, muss erstens der Kanal hier abonniert sein. Und zweitens soll auf jeden Fall ein Kommentar unten im Kommentarbereich drinstehen. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Vielen Dank nochmal an Marie und Martin. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Macht's bis dahin gut, bleibt gesund und bis dann. Ciao.